Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Max und Maggie. Wir lösen heute auf, wie wir zusammengekommen sind. Das seht ihr nach dem Intro. So, bevor wir zur Auflösung kommen, denkst du, Puppe läuft bei uns nämlich nicht so? Puppe! Oben ist unser Video nochmal verlinkt. Wer das nämlich nicht gesehen hat, wir haben zwei Varianten eben, ne, wie wir uns kennengelernt haben könnten. Und eine davon ist richtig. Wenn ihr das geguckt habt, dann könnt ihr wieder her switchen. Dann lösen wir nämlich gleich weiter auf. Und erstmal wollen wir uns voll herzlich bedanken für die ganzen vielen Interpretationen. Und die unperfekte Seele hat damit angefangen, also der Kanal Unperfekte Seele, und hat folgende Kommentare abgegeben. Variante 1. Du, Maggie, hast den Max durch eine Freundin kennengelernt, mit der er zusammen war. Dann hat der Max dir ab und zu mal geholfen, was seiner Freundin nicht gefallen hat. So kam es zur Trennung und zack, wart ihr beide zusammen. Variante 2. Ja, die Nummer im Café. Gesehen und Nummer zugesteckt. Und so kam das eine zum anderen. Und ob die Vermutung richtig ist, kommen wir zum nächsten Kommentar. Pina Colada hat nämlich geschrieben... Maggie hat ihr Fahrrad mit Absicht kaputt gemacht, damit der Freund ihrer Freundin, also Max, es richten kann. Max war in der Falle und Maggie hat sich genommen, was sie wollte. Nero? Geht's? Na klar. Ecke? Schönes Fahrrad kaputt gemacht, mit Absicht. Mit Absicht. Mein Fahrrad, ja, mein schönes grünes Fahrrad. Ja, auch das werden wir gleich sehen. Kommen wir zu Das Sound Collector. Maggie hat sich in den Freund einer Freundin verguckt, da der Max ihr ab und zu geholfen hat. Er hat sich dann von der anderen Dame getrennt und ist seitdem mit unserer Maggie glücklich zusammen. Vielleicht ist die andere Dame auch Maggies Schwester? Ja, schön der Schwester den Freund ausgespannt. Nein, Dani, so, wie kommst du denn bitte da drauf? So ist er. Nein. Und bevor weitere wilde Vermutungen kommen, obwohl wir noch sehr geile weitere Kommentare hatten, aber um die hier alle rinzubringen, das sprengt den Rahmen und unsere Watchtime leidet, lösen wir auf. Variante 1. Stimmt. Ist korrekt, Lee? Ja. Und jetzt kommt die volle Länge. Maggie hat ihrer besten Freundin den Freund ausgespannt. Nein, hat die Maggie nicht. Also, ich war mit einer Freundin in einer Kletterhalle, in so einer Boulderhalle, ja? Waren wir relativ regelmäßig. Da traten auf einmal Max und seine damalige Perle auf, ne? Und die kannte ich von früher, die Freundin. Also kennen ist zu viel gesagt, wir sind uns mal über den Weg gelaufen und so. Und haben geredet. So, und jedenfalls dann so, ah, hi, wir kennen uns ja und so. Ja, und dann hat Max mich gleich zum Abschluss umarmt, ja. So, oh, die umarmt die hoch, dann umarme ich die hoch. Ja, nicht, wir haben uns lediglich umarmt, wir haben Tschüss gesagt und alles. Und du hast dich sehr wohl dabei gefühlt, du warst verliebt. Ich war nicht verliebt. Du hast dich geborgen gefühlt. Es war ein kurzer, schöner Moment, danach hatte ich den erstmal vergessen. So, wie der Zufall dazu will. Du hast mich 5 Sekunden umarmt. Ich habe schon gedacht, ey, wann lässt sie denn los? So, wie der Zufall dazu will, haben wir, also die damalige Perle und ich, eine gemeinsame Freundin gehabt, ne? Und über die sind wir dann halt immer wieder zusammengetroffen. So, und dann habe ich mal irgendwann erwähnt, ne, dass ich gerne Fahrrad fahren würde, mein Fahrrad, aber kaputt ist, da ist der Schlauch. Der Arsch war dein Fahrrad. Ja, und hab das erwähnt und der Max hat sofort was gesagt? Ich habe gesagt, ich kann dir das gerne reparieren, musst du nur Bescheid sagen. Nein. Und hast du? Was hast du gesagt? Du hast nicht Bescheid gesagt. Dann kriegst du meine Nummer? Nee, das habe ich nicht gesagt, weil ich damals ja mit meiner Freundin da war. Da hätte ich es nie gesagt. Ich habe gesagt, dann sagst du Bescheid, dann komme ich vorbei. Und sie hat nicht Bescheid gesagt. Weder bei meiner damaligen Freundin und, naja, mich konnte sie ja nicht, hat er nicht die Nummer gehabt. Genau, und ich habe gesagt, so, dann kam das ein paar Mal zu irgendwo aus Versehen treffen, ne, und immer wieder meint er dann so, und irgendwann meint er dann, du kannst, ich kann dir auch meine Nummer geben, und da habe ich gesagt, pass auf, ich mache das, wenn dann, über deine Perle. Genau. Und habe ich nicht die Nummer. Hast du nicht gemacht? Nee, habe ich nicht. So, und irgendwann dann, ja, hatte die Perle von ihm, hatte einen Hund. So, und dieser Hund, also die beiden wollten zusammen in Urlaub fahren, ne? So schön romantisch und so, ne? Und hat sich kein Blöder gefunden für den Hund. Also, wer wurde gefragt? Die Maggie. Und da die Maggie so tierlieb ist und nicht nee sagen kann, habe ich gesagt, ja, mach ich. So, dann kamen sie wieder zurück aus ihrem Techtelmechtel-Urlaub, ne? Und haben den Hund abgeholt. Und dabei habe ich erwähnt, dass ich morgen irgendwo hinfahren muss in Berlin.
Und zu der Zeit war Obama in Berlin, ja, und die ganze Stadt war gesperrt und ich musste vom Osten in den tiefsten Westen von Berlin fahren. Und es gab keinen direkten Weg dahin und da habe ich gesagt, brauche ein Navi, ich kenne mich ja nicht so toll. Also ich kenne mich schon, aber nicht so. Genau. Und wer hat das Navi gehabt? Genau. Ich habe ein Navi gehabt. Und lustigerweise... Und wen sollte sie nun fragen? Ja, na lustigerweise hat ja aber seine Perle gesagt, der Max hat doch ein Navi, dann kann der ja morgen vorbeikommen und dir das Navi bringen. So, dann saßen wir hier artig, ne, haben geguckt und Stadtplan und Navi und hin und her. Alles eingerichtet, was man so einrichtet. Genau. Und mehr war nicht. Nichts. Nothing. Nun hatte ich aber sein Navi und dementsprechend musste ich seine Nummer ja kriegen, weil ich musste ihm das Navi ja wieder geben, ne? So. War voll scharf drauf, mir eine Nummer zu haben, zu bekommen. Genau. Das war dann halt schon... Boah, dann war schon ewig her. Vier Monate lief das ja. Also ne, nicht mit dem Navi und so weiter, sondern was er mal die Nummer... Und ständig halt gefragt. Ja. Und dann... Ist ja auch gemein, war ständig halt gefragt, ob irgendwann hatte. Ja, dazu kommen wir später. So, und dann, Und auf alle Fälle, dann hat sie mir die Nummer gegeben. Dann haben wir, Dann hat er mich gestalkt. Ja, nicht gestalkt. Ich hab dir einen wunderschönen guten Morgen gewünscht und einen wunderschönen guten Abend und mehr nicht. Und du hast ja antwortet. Relativ schnell und viel. Dann habe ich einmal erwähnt, dass ich den Rotz habe, ja? Und was macht der? Ich meine, man fühlt sich beschissen, ja, wenn man so richtig erkältet ist, Sommergrippe, ne, kennt jeder, ist draußen warm, hier ist warm, ist alles scheiße. Genau. So, was macht der? Was hast du gemacht? Ich bin liebevoll, wie man ja so ist, bin ich in die Apotheke, hab Nasenspray gekauft, Taschentücher mitgebracht, Bonbons, bin hierher und hab dann... Vor meiner Tür gestanden, ne, ich sah aus. So eine Nase, ne, nicht fertig gemacht, ja nichts, ne, Schlafzeug noch an. Und das Nasenspray hat gewirkt. So, naja, was sollte ich machen? Konnte ja nicht sagen, ich bin so nicht, ne? Also und vernaschen wolltest du mich auch. Wollte ich nicht, ich habe nur gedacht. Und wieso wolltest du mich vernaschen? Komm mal raus. Wie bist du an der Tür, standst du vor mir, wie? Erzähl. Im Schlafzeug, im Schlafzeug. Und ohne? Ohne was? Ohne? Ohne was? Ohne BH. Das weiß ich nicht mal mehr. Ohne BH. Krank. Sie wollten mich doch verführen. Nee, naja. Eiskalt. Jedenfalls so hin und her, ne? Und dann hat er tatsächlich mein Fahrrad gemacht. Und ja, dann kam das eine zum anderen, ne? Und dann hab ich aber gesagt, ich will keine Beziehung. Ich will das nicht. Und er so, ich auch nicht. Nee, hat ja auch eine gehabt, ne? Also ich meine, was wollte er? So. Und du hast damals auch dein X noch gehabt, wochenendlich. Ich hatte nur eine Wochenendbeziehung. Ja. Also das, naja, das war ja, also ich war ja in der Woche ungebunden, ne, und am Wochenende. So, und dann haben wir gesagt, nee, und dann habe ich gesagt, können wir nicht machen, wegen der Perle. Und die kenne ich ja, ist zwar nicht meine Freundin, mache ich nicht. Ja, und dann hat der irgendwie, ich weiß nicht, was der gemacht hat. Jedenfalls, um mal ganz ehrlich zu sein, waren wir dann mit seiner Perle und einer Freundin von mir Dart spielen. Ja. Währenddessen wir uns schon heimlich immer, er mir immer geholfen hat. Tatsächlich geholfen. Bis dahin lief nichts. Nee, da, bis dahin lief nichts. Nee. Und dann waren wir Dart spielen und so, ne? Und ich war auf Klo und dann kam er so in diesen Vorraum und da sind wir dann so wieder aufeinander getroffen. Und da war unser ganz romantischer erster 3-Sekunden-Kuss. Genau. Schön in der förmlichen Abstellkammer förmlich, wo ein Zigarettenautomat steht. Also wie in so einer Kneipe, wisst ihr, so ein... Ah ja. Ja, das war... Auf alle Fälle, ja. Und dann, was war danach? Danach bin ich erstmal mit einer Freundin in Urlaub gefahren, weil ich Erholung brauchte von dem ganzen Stress. Genau, auf alle Fälle haben wir dann trotzdem weiterhin geschrieben. Ja. Und dann, was war denn? Ja, dann kam ich wieder. Und dann haben wir uns ganz doll gefreut, uns zu sehen. Ja, genau, mega doll. Und dann ist es doch passiert. Ja, dann ist es passiert. Dann sind wir irgendwie so. Aber wie sind wir denn jetzt denn? Wir hatten sie das doch mit dem DVDs, hat sie mir irgendwie Ohren geschmissen, weil. Ach so, weil die beste Freundin denn? Also von denen, die ja. Also nicht meine Maggie beste Freundin. Und meine Dame Ex hatten ja, wie gesagt, die Freundin zusammen. Und die eine Freundin war ihre beste Freundin. Genau, und meine Dame hat sich denn bei ihr ausgewähnt. Sozusagen, von wegen, und ich glaube, der hat eine andere und dit und dit und dit und
Und die hat damals festgestellt, also die Freundin damals von den beiden, die hat nämlich festgestellt, dass wir was haben, weil die zwei, dreimal zu Besuch hier kam und ich war da. Ja, Und dann hat die das gesagt und dann stand meine Ex-Freundin damals hier vor der Tür bei Maggie und da gab es Stress. Ich war aber zu dem Zeitpunkt nicht da. Nein, bei mir gab es keinen Stress. Du hast den Stress gekriegt zu Hause. Ja, das stimmt. Und dann hat die mich angerufen, ne, und hat gesagt, ob wir miteinander reden können. Hat gesagt, klar, komm her, ne? Und dann kam sie her und hat mit mir total verständnisvoll geredet. Ich kam mir, also das war eines meiner schlimmsten Gespräche im Leben, die ich jemals hatte. Ne? Aber nur weil sie gesagt hat, ja, ich glaube, das ist meine Schuld und ja. Und dann hat sie aber immer noch so Hoffnung gehabt, dass der Max zu ihr zurückkommt. Ne? Und was sollte ich denn sagen? Sollte ich denn sagen, nee, pass mal auf, Maus, so läuft das nicht, das ist jetzt meiner. Ich meine, ja, und dann hat sie mich dann angerufen und dann hat sie gesagt, ja, und wir müssen reden und das und das. Und dann haben wir natürlich nicht geredet, sondern die hat gleich mit DVDs auf mich geschmissen. Zu Recht? Zu Recht, keine Frage, natürlich. Aber, das war dann eigentlich. Genau. Und, und dann sind wir zusammengekommen. Genau. Also, das Ganze zog sich jetzt so von Februar bis Dezember. Nur damit ihr einen Zeitrahmen habt, ja? So, das war dann, ne? Aber wir müssen noch einen Kommentar erwähnen. Nämlich, der Heimburg, der lag so weit von falsch, weil der hat nämlich was? Der hat nämlich gedacht, dass wieder in der ganzen Bilderstory auch wieder ist. Nicht, dass er eine Perücke auf hat. Ich meine, der sollte eine Frau darstellen. Genau. Hat sich das dann aber nochmal angeguckt und hat uns dann, also hat sich korrigiert, hat uns dann die Geschichte sehr nah interpretiert, ne? Via Messenger und hat uns dann folgenden Kommentar dazu abgegeben. Ja, also ist Max doch ein Schwein. Ganz klare Kiste. Wenn er seine Perle hat, ey, und dann bei dir vor der Haustür steht und dann deine Ketten wechselt. Oh, was heißt ein Schwein? Ja. Ich bin wirklich ein Schwein. Danke, lieber Heimo. War sicherlich nicht richtig, aber ja. Ja? Viertelschwein. Naja. Ja. Jedenfalls, uns interessieren natürlich auch alle anderen Meinungen dazu. Schreibt das gerne unten drin in die Kommentare. Was für ein Arsch ich bin. Ja. Ne? Und dann würden wir uns natürlich über ein Like freuen. Wer uns noch nicht kannte und das jetzt trotz unserer Kennenlernstory gerne tun möchte, würden wir uns auch über ein Abo freuen. Vielleicht kann mich aber auch einer verstehen. Ja, wer weiß. Jedenfalls. Vielleicht sagen ja auch ganz viele so, boah, die Maggie ist aber auch eine verdammt Jute. Da können wir den Max verstehen. Ja, ja. Ihr könnt es ja einfach unten in die Kommentare schreiben, ne? Und genau. Wir sagen dann vielen Dank für Zuhören, genau. Für Zuschauen. Abonnieren hast du alles schon gesagt. Habe ich alles schon wieder gesagt, ne? Und wir sehen uns dann am Sonntag wieder und sagen bis dahin. Ciao!